Yo, was geht? Mein Name ist GennX und was ihr jetzt gleich seht, ist ein Highlight aus dem Livestream. Ich streame immer dienstags und freitags von 14 bis 17 Uhr hier auf diesem YouTube-Channel. Checkt das gerne mal ab, wenn ihr noch nie im Livestream wart, kommt gerne mal vorbei, ich freue mich. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, Mann! Boah, der ist brutal. Der muss es werden. Shoutout Fey Guevara, der Allerechte. Ein gottverdammter King. Ich will mal kurz was ausprobieren. Hart, oder? Also ich finde, das geht super hart. Was mich da ein bisschen stört, ist, dass man im Sample so sehr anhört, dass das jetzt langsamer gemacht ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich könnte es jetzt nachspielen, aber das wäre auch irgendwie ein bisschen, einerseits ein bisschen unnötiger Aufwand und andererseits auch ein bisschen respektlos dem Fey gegenüber. Thank you.
Wie machst du die Velocity immer so punktgenau runter? Das hängt immer. Machst du das mit der Maus? Also, zwei Dinge dazu. Also du kannst prinzipiell, wo ist denn das jetzt hier? Da. Du kannst prinzipiell, wenn du Noten markierst und dann einfach Alt gedrückt hältst und hoch und runter scrollst mit dem Mausrad, bewegst du die Velocity. Und das, was ich hier mache, ist immer mit Rechtsklick. Also wenn du so mehrere Noten markierst und dann Rechtsklick gedrückt hältst, dann kannst du die quasi so alle in einer Linie so mäßig, weißt du? Dass du die so alle gleichzeitig so rumziehst und so halt dann auch so runter. Das ist ziemlich cool. Shoutout Snake08, der hat mir das gezeigt. Der ist ein bisschen so auf diese Berlin-Untergrund-Vibes angelehnt, halt Lucio und 65GOONZ und so. Bisschen so diese. Oder Paschanim hat jetzt auch so Songs, glaube ich. So diese Type of Vibes. Halt voll minimalistisch eigentlich, aber das braucht man halt für die dicken Flows, so, ne? Auf Rap-Musik angelehnt, ja, das. Irgendwie so ein G-Unit-Touch. Dafür weiß ich nicht, kenne ich zu wenig G-Unit-Shit, ehrlich gesagt. Ich kenne nur die Hits in meinem Kopf. Also ich weiß offensichtlich, dass das nicht die Wahrheit ist. Aber in meinem Kopf ist jeder 50 Cent Beat von Scott Storch. Klingt nach B-Tight, Junge. B-Tight. B-Tight. Ich glaube, ich kenne kein Lied von B-Tight. Es wird Zeit für super düstere Strings noch darunter. Einfach nur ein so ein String-Hit. Na, nicht sowas. So, zack, boom, bang, hier, let's get it. Weißt du was? Fuck. Fuck ein Intro. Fuck a beat. I was trying to beat my meat. Ich habe leider das Fade-Tag nicht. Schade. Schade, Schokolade. Dieser Beat ist so hart, ich hätte so Bock darauf zu rappen eigentlich.